Als ob das jetzt passiert ist. Ach Mann. Jo Leute und willkommen zu einem ganz neuen Projekt. Das wird etwas unregelmäßiger kommen und es ist, wie die meisten von euch kennen werden, Clash Royale. Ich spiele ein Packer Tornado Deck, was ich schon relativ lange spiele, aber immer wieder abgewandelt habe, weil ich neue Legis freigeschalten habe. Weil es einfach nicht so gut funktioniert hat oder je nachdem. Ich habe aber schon ewig mit Packer gespielt. Das ging von Packer Double Prince. Ne, Packer Three Muskies zu Packer Double Prince. Dann Packer Graveyard. Und davon halt jetzt ganz viele Abwandlungen. Und ja, ihr könnt mir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Spiel weiter sehen wollt oder nicht. Es ist ein, für alle die es nicht kennen, es ist ein Spiel, wo man diese Truppen halt auf das Feld setzen muss, so dass man die gegnerischen Türme zerstört und seine eigenen Türme muss man logischerweise verteidigen. Und das ist meistens ziemlich strategisch, diese Matches. Lol, woran sind die Minions gestorben? War das die Princess, die einen Schuss bekommen hat? Ich hab's gar nicht gesehen. Hier können wir den wobei, nein, das ist zu gewagt, ich zap lieber. Mein Zap ist auf 10, das reicht zum Glück. Und er hat unseren Push hier echt gut abgewehrt, aber wir bekommen zumindest etwas Schaden mit dem Elektromagier raus. Das heißt, etwas Schaden, der Schaden war ganz gut. Sein Deck sieht mir ein bisschen nach einem Zap-Bait-Deck aus, wobei ich so viele Karten gesehen habe. Ich glaube, es ist eher ein Giant-Deck und er spielt noch Karten wie Musketier. Wobei, sieht eigentlich nach einem typischen Giant-Deck aus, was er hier spielt. Da kommt wieder der Eismagier. Da er... Hat er Pfeile oder Kampfholz für die Princess genommen? Ich glaube, Kampfholz. Dann lohnt sich das nicht, die jetzt zu setzen. Dann mache ich das... Am besten trotzdem. Sagt, es lohnt... Warum ziehe ich den Eismagier hinter? Jetzt kann ich die Minions zumindest wegzappen. Und unser Riese kommt zwar durch, aber er kommt auch mit seinem Riesen durch. Hä, unser Packer meine ich nicht, unser Riese. Entschuldigung, Entschuldigung. Reicht der Elektromagier, um den größten Schaden zu verhindern? Nee, nee. Er kommt auch gut durch. Er kommt richtig gut durch mit seinem Riesen. So ein Riese, wenn man kein Elixier hat, ist so stark. Er spielt die Hexe. Warum hat er die ganze Zeit nicht benutzt, wenn ich mit meinem Packer pushen wollte? Vielleicht hat er nicht das Elixier dazu oder so. Verstehe ich trotzdem nicht so ganz. Kampfholz aufs Goblin Barrel. Oh. Dann war der Tornado jetzt mega wasted. Ich habe nicht gesehen, dass er meinen Tower schon hatte. Beziehungsweise wollte ich das halt vorher setzen. Wir sollten trotzdem gute Chancen haben, sie hier zu gewinnen, weil ich hier jetzt einen zweiten Packer aufs Feld bekomme. Die Princess hilft mir schön, trotz der Hexe durchzukommen. Und ich kann jetzt zappen. Zappen, damit die Minions sterben. Dann setze ich hier einen Graveyard. Fire Spirits von der Seite. Er schmeißt einen Goblin Barrel auf die Prinzessin. Warum macht denn er sowas? Und wir sind ziemlich gut durch. Es reicht zwar noch nicht ganz, aber... Der nächste Push, Leute, der nächste Push wird es sein. Mit dem haben wir ihn dann. Okay. Ich glaube, Tornado hierhin. Web drauf, Kampfholz. Fuck, das Kampfholz ist fail. Ich dachte, er schmeißt das Goblin Barrel auf die andere Seite. Ich wollte halt die ganzen Truppen mitsetzen. Mittreffen war ziemlich dumm gespielt. Ich geb's ja zu. Komm, hau die Hexe weg. Und wir setzen den Packer, damit er für den anderen Packer tankt. Dann Elektromagier. Wow, ein Match, wo man wiederholt zwei Packers auf... Das wird ein Unentschieden. Ach Mann. Aber ein ziemlich lames Unentschieden. Also richtig lame. Ich bin mit dem Account komplett free to play. Und das soll auch so bleiben. Also größere Openings sind nicht zu erwarten. Skype, wie immer, anwesend in meinen Videos. Yay!
Und ich würde sagen, wir suchen uns noch einen Gegner zum Outplayen. Kann ich spenden? Nein, kann ich nicht. Kommt alle in den Clan, der voll ist. Falls jemand nicht voll ist, da seht ihr den Clan-Tag eingeblendet. Und ja, noch ein Match. Her damit. Gib mir noch einen Gegner. Ich würde sagen, wir warten, bis er was setzt und reagieren dann wahrscheinlich mit dem Packer. Kommt natürlich darauf an, was er setzt, aber der Packer ist als Anfang, wenn man auf den Gegner reagiert, ziemlich stark. Wir können ja ruhig länger abwarten, weil dieses Deck mag schon unterwegs sein. Dann kommen wir einfach Packer mit dem Support dahinter und auf den Crash. Sonst muss man sich immer entscheiden, ob man den Packer entsprechend supportet oder den Crash setzt. Wir sind stur geblieben und haben mit dem Packer gewartet. Das ist gut, weil jetzt hat er ziemlich sinnlose Minions gesetzt. Ist das ein Zap-Bait-Deck mit Graveyard? Und der Packer ver. Ups, ich wollte Princess setzen. Nein! Ach, wie ärgerlich. Das kostet mich jetzt fast den gesamten Tower. Ich meine, ich hätte das Kampfholz dann jederzeit noch nehmen können. Als ob das jetzt passiert ist. Ach Mann. Und Musketier weg. Sepp drauf, Princess schießt. Bekommen wir wenigstens zwei Hits. Bekommen wir wenigstens zwei Hits. Oh, wir kommen durch. Lol. Packer ist halt cool. Packer ist tatsächlich nicht so stark. Ich habe ihn halt viel gespielt, weshalb ich oft mit ihm durchkomme inzwischen. Aber eigentlich gibt es bessere Decks, würde ich behaupten. Bessere Decks als Packer. Einfach weil es schwer ist, mit Packer durchzukommen. Passiert halt gefühlt nie. Ich hoffe, der Elektromagier hält hier ganz gut den Graveyard ab. Ach, holt er sich halt den Tower. Dafür hole ich mir den dort oben. Oh, ich sollte vielleicht nicht mein Display antippen, sonst setzt sich noch versehentlich was. Und der Elektromagier überlebt sogar, das gefällt mir. Kampfholz, reicht das? Ja, sehr schön. Musketier lasse ich durchlaufen, weil wir oben durch sind. Perfekt. Da hat man wunderbar gesehen, wie dieses Deck funktionieren soll. Und es hat funktioniert. Ich möchte meine Fire Spirits extrem hochbringen, weil die dann stark sind. Wir spenden hier nochmal schön. Und ja, ich scroll am besten nochmal durch meine Karten. Könnt ihr mir vielleicht ein paar Decks in die Kommis schreiben, die ich dann mal ausprobieren kann? Ich möchte halt ungern von Level 1 hoch auf Level 3 Milliarden meine Karten upgraden. Lama Jack hätte ich gern. Ja, damit. Nein, ich bin free to play. Tut mir leid. Da kaufe ich mir keine Gems. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, zeigt es mit einem Like, kommentieren, falls ihr was mitteilen wollt, abonnieren, um nichts zu verpassen. Heute kommt noch ein Switch-Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.